Claro. Sunny. Das ist der Spitzname für Susanne. Mann. Oh nein, eine Kneifzange. Schweres Kindheitstrauma. Ich muss mal ganz kurz 3 Wochen in Urlaub fahren. So, jetzt hat sie sich beruhigt. Ah, wie geil war das denn bitte? Hab ich mich eingeschissen gerade. Das kann ich auf gar keinen Fall veröffentlichen als Let's Play. Das muss ich rausschneiden, wie ich mich gerade nass gemacht habe, wie ein kleines Mädchen. Und ach, dann haben sie doch meinen Penis ins Spiel eingebaut. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht. Die hat mich damals um Erlaubnis gefragt wegen Copyright und so. Habe ich gesagt, kein Problem, aber cool. Okay, naja gut, wenn den ganzen Tag da irgendwie Sat.1 läuft, dann würde ich auch irgendwann Amok laufen. Was macht er jetzt? Hat's wieder geklappt? Hilfe! Ich will zu meiner Mami. Oder zu deiner Mami. Ist mir ganz egal. Irgendeine Mami wird doch bestimmt gerade da sein und Zeit haben. Da war doch gerade eine... Alter! Geh weg! Ah. Ich wollte gerade sagen, ich... Alarm für Cobra 11. Das war der Stunt-Koordinator. Och los. Och Mann. Och los. Och schade. Sieht ein bisschen aus wie der Clown bei Stephen Kings S. Stinkefuß. Sieht aus wie ein Hobbit. Unterlagen. Die heißen sie, weil sie mal drunter lagen. Hä? Apropos Deckung schleifen lassen. Ne? Kollege, kennst du ja, ne? Mit der Deckung, oder? Sag doch mal, hier, freundlicher Schulterklaps. Kumpel, hä? Ach. Oder David Copperfield. Was macht er denn da? Tanze Tango mit mir. Tango die ganze Nacht. Ach Mensch. Kinderspiel. Aber der Held, das ist ja so ein schwachbrüstiger Schwachmat. Der kann gerade mal einmal Lakritze tragen aus der Metro und das war's dann auch. Mistvieh! Das ist mein Müll! Hier spricht der Kapitän, der Flug 372 wird heute mit einer halben Stunde Verspätung landen, dafür aber genau in der Ortsmitte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Christ. Ach, das war bestimmt eine Fahrschule, das sehe ich ja sofort. Ich fühle mich auch total geborgen und sicher übrigens. Ich bin total heiß drauf, hier rumzulaufen. Ja, die Fahrkarten bitte. Guten Tag, allgemeine, nicht Fahrzeugkontrolle, allgemeine Fahrkartenkontrolle. Ja, danke schön. Aha, ja, vielen Dank. Und ach, die Fahrkarte vergessen. Ja, Personalien. Außerdem müssen wir uns ja hier irgendwie vom Cruise. Alter! Scheiß die Wand an!
Außerdem müssen wir uns irgendwie vom Grusel ablenken, wollte ich gerade sagen. Oh Gott, das tut gut. Ein bisschen kühle Luft auf die Glatze. Aber wehe, man kommt dagegen. Dann macht es... Jetzt habe ich gerade tote Menschen in den Hals gekriegt. Schmeckt nach Hähnchen. Was denn das da? Ich sehe da gerade so einen grünen Schmierpopel durch die Luft wabern und ich fürchte, er ist uns nicht wohlgesonnen. Ich bin gerade so konzentriert. Ich könnte jetzt mit meinen Arschbacken Diamanten herstellen. Neulich haben wir den kleinen Klaus bei uns in der 5. Klasse erschossen. Ich gehe jetzt in die 5. Klasse, wisst ihr? Haben wir Klaus erschossen, weil der Spassi, Alter, der kam da mit dem iPhone 3 an, ey. Glaubst du echt nicht? Replika-Scharfschützen haben Lieutenant Stokes festgenagelt. Oho. Frauenknast, jetzt auf RTL. Ich bin's nicht gewesen, lasst mich raus. Nein, ich habe ihr nicht an die Brust gefasst. Das war der Hausmeister, dieser Hurensühner. Oh nein, ein Vier-Finger-Handschuh. Oder ein Superkondom. Man weiß es nicht genau. Handtücher. Ich hasse Handtücher. Handtücher! Handtücher! Nicht stören beim Donut-Essen. Donut. Donut! Ich habe zu kurze Arme. Keine Arme, keine Kekse. Bestätige. Ich werde verrückt. Ja, blöde Schlampe, halt die Fresse. Lass mich mal machen, ich habe schon den ersten Teil gespielt. Kannst was von mir lernen hier gerade. Wie man daneben schießt und blöde Sprüche macht zum Beispiel. Na, Stokes? Alte Fritte, wie sieht's aus? Huch. Ach, guck mal hier ein Foto von mir. Und da haben wir wieder einen dieser Geister. Boah. So sieht man noch nicht nach dem Feuergefecht aus. Wo ist denn die Alte eigentlich? Hallo? Olle? Alter. Jetzt verjagt die mich auch noch so. Lecker Köpfchen-Snack. Da hat wohl jemand Hunger gehabt. Du böser Pokaldieb. Ihm hier auch. Also der ist gar nicht tot. Der stellt sich nur so, weil er sich gruselt. Hat er extra sein Bein so ein bisschen angewinkelt hier. Satan! Tod! Eule! Ach du Scheiße. Oh. Hat wohl jemand zu fest genagelt, wa? Alter Schwede, ich brauch ganz kurz eine Valium oder 10 oder 50 Pullen Wodka oder irgendwas. Meine Maus ist gerade so nass geschwitzt. Bücher greifen an! Ne? Penner, mach sowas nicht. Merk's dir fürs nächste Mal. So. Ah, hier fühle ich mich zu Hause. Ich leg mich mal ein bisschen hin, ne? Gute Nacht. Eine Blume stand mir im Weg. Sie würde büßen müssen. Da lang, ich kann aber auch da... Hab ich da gerade was gesehen? Ach, Grafikfehler. So. Grafikfehler griffen an. Ach, hier kann man sich fürs Fußballteam einschreiben. Ich mach das mal eben. Juhu, ich bin drin. Das ist eine Bibliothek. Ich bin die Bibliothekarin und hier herrscht gefälligst Ruhe. Ich glaube, es geht los. Wenn Sie die Leitfrist überzogen haben, dann kann man das auch anders sagen. Warum tue ich das? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich kacken muss. Klopapier greift an. Gleich wird bestimmt was total Wundervolles passieren. Und das passiert dann meistens auf dem Männerklo. Moment, das hört sich schwul an. Das nehme ich wieder zurück. Heute bleibt die Küche kalt. Wir gehen in den Wienerwald. Ah, hier ist der Wienerwald.
Und Sanitätsraum wird wahrscheinlich das hier sein, also zur Krankenschwester. Ach, hier ist ein Lageplan übrigens über die ganze Schule. Die ist riesengroß. Also dafür, dass es eine Grundschule ist, müssen die hier tierisch nachvögeln, damit sie ja genug Kinder produzieren, um die Schule vollzukriegen.